Achoo. Hi und herzlich willkommen heute aus der Nähe von Frankfurt. VW Nutzfahrzeuge hat uns eingeladen zum Thema Offroad-Kompetenz. Wir haben einige Modelle der Palette zur Verfügung, und zwar Sondermodelle des Caddy, des Amarok und des T6. Und damit geht's jetzt ab ins Gelände, auf geht's. Genauer gesagt steht uns heute der Caddy Alltrack, der Amarok V6 TDI, der Multivan Panamericana und der T6 Rockton zur Verfügung. Der T6 Rockton ist serienmäßig mit einem 30 mm höheren Fahrwerk ausgestattet. Wir haben noch dazu Geländereifen montiert, das heißt nochmal 30 mm mehr Bodenfreiheit. Außerdem gibt es serienmäßig den Allradantrieb 4Motion und serienmäßig die Hinterachsdifferentialsperre. Also schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage für den Offroad-Einsatz. Als Sonderausstattung gibt es beim Rockton separate Unterfahrschutzelemente für Motor, Getriebe, Tank, Seitenschweller, Hinterachsdifferential, eben für so ziemlich alles, was bei härterem Offroad-Einsatz mal in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Sehr variabel gestaltet sich der Innenraum des Rockton. Er kann zum Beispiel optional mit einem Schienenboden ausgestattet werden, so lassen sich einfach drei weitere Einzelsitze integrieren oder auch eine Gittertrennwand. Ja, wir kommen jetzt gerade hier zu einer Wasserdurchfahrt, wo selbst der Instruktor, der uns hier netterweise begleitet, sich nicht ganz sicher ist, ob wir wirklich durchkommen. Wir werden es probieren. Ja, unsere Wasserstellendurchfahrt hat, glaube ich, ganz gut gezeigt, was die Stärken des Rockton sind. Ohne die erhöhte Bodenfreiheit wäre das nämlich ganz schön eng geworden. Und beim Wiederrausfahren aus der Wasserstelle mussten wir auch die mechanische Differentialsperre zuschalten. Dann ging es aber doch ganz gut. Der T6 Rockton ist damit ein extrem widerstandsfähiges Arbeitsgerät. Und sein Konzept greift dort, wo abseits befestigter Straßen die Anforderungen steigen. Dazu passend ist auch der Innenraum äußerst robust. So sind zum Beispiel die Sitze mit einem strapazierfähigen Spezialstoff bezogen, der sich leicht reinigen lässt. Zu haben ist der T6 Rockton ab gut 45.000 Euro. Den Einstieg in die Welt der 4Motion-Modelle markiert bei Volkswagen Nutzfahrzeuge der Caddy. Das Spektrum reicht dabei von den für die gewerbliche Nutzung konzipierten Kombis und Kastenwagen über die eher privat eingesetzten Ausstattungslinien Conceptline, Trendline, Comfortline, Highline und Family bis hin zum Freizeitmobil Beach. Eine optische Brücke zu den Offroad-Modellen der Marke schlägt derweil der Caddy Alltrack. Er wird generell mit kurzem Radstand angeboten. Optional mit Allradantrieb lieferbar ist der neue Multivan Panamericana. Seit dem Debüt des ersten Panamericana als T4 eine Kultversion der Baureihe. Der Globetrotter unter den Vans verbindet echte Nehmerqualitäten mit exklusiven Ausstattungsdetails. Der 2016 weitreichend aktualisierte VW Amarok wildert mit seinem hochwertigen Ex- und Interieurdesign sowie den souveränen Handling und guten Qualitätseigenschaften mehr denn je auch im klassischen SUV-Segment. Mit dazu beiträgt der kürzlich neu eingeführte V6 TDI mit einer Leistung von 204 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment. Ein ebenso effizienter wie komfortabler 3-Liter-Motor. Angeboten wird er in Verbindung mit der nun ergänzten Ausstattungslinie Comfortline, dem ebenfalls ganz frischen Offroad-orientierten Modells Canyon, sowie jetzt auch in der im Herbst 2016 eingeführten Ausstattungsversion Highline. Steht serienmäßig der permanente Allradantrieb 4Motion und ein automatisches 8-Gang-Getriebe. VW Nutzfahrzeuge hat heute eindrucksvoll gezeigt, was mit ihren Modellen so im Gelände möglich ist. Wir hatten so unsere Helfer natürlich, 4Motion, Allrad, Differentialsperre und natürlich nicht zuletzt auch die erhöhte Bodenfreiheit. Und dass ein Amarok seinen Job im Gelände nicht schlecht macht, das war zu erwarten. Aber besonders spannend fand ich hier die Kleintransporter, den T6 Rockton oder auch den Caddy, denn auch die schlagen sich im Gelände wirklich beachtlich und noch dazu hat es eine Menge Spaß gemacht.